Richtig geil, jetzt kommt was richtig Cooles. Der Sprung. Jo, willkommen zurück zur Folge 101. Und die Achterbahn ist so gut wie fertig, zumindest die Strecke steht. Natürlich muss da noch was drumherum gebaut werden, so kann es natürlich nicht bleiben. Aber sie ist schon benutzbar, da kommen natürlich noch hier verschiedene Sachen, so Wasserfälle und so ein Kram. Und ja, der Sand muss noch mal ein bisschen gesetzt werden, damit es halt perfekt aussieht. Aber zumindest ist so die erste Achterbahn. Dann kommt noch hier Freefall Tower hin, Wilde Maus und wer weiß was alles. Und die ist schon richtig gut. Ich fahre jetzt mal mit. Ich glaube, ich habe natürlich keine Minecarts mitgebracht, damit ich auch damit fahren kann. Vielleicht sind hier noch welche drin. Scheiße. So. Nein, ich muss zurück. Okay, zum Glück habe ich hier dieses wunderschöne Portal. Rein in die Lagwelt. Lagwelt. Portal. Minecart brauche ich. Und durch geht's. Kino muss natürlich auch noch bebaut werden. Film geht jetzt gar nicht. Ich soll das Programm irgendwie Start-up nennen, damit es halt beim Server Restart noch drin ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber müssen wir mal gucken. Gut, Minecart. Ich muss sowieso mal gucken, wie man das dann hier am besten startet. Und dann kann man das sogar so verlinken. Man muss nur Shift gedrückt halten. Wusste ich vorher gar nicht. Und dann nehme ich jetzt mal den, vorderen. Ja, ich nehme den vorderen. Ich fahre gerne vorne, weil hier sind manchmal die Karts hängen geblieben. Ach Mist. Hier fehlen noch die Switches, sehe ich gerade. Okay, fahren wir hier halt gemütlich. Oh, fahren wir hier gemütlich um Ecke rum. Das ist richtig geil. Dann fährt man hier hoch mit den drei Karts. Da hinten trennen die sich zwar bei dem, wo es runtergeht. Aber die holen sich nachher wieder ein. Da geht's runter. Dann möchte ich da oben nochmal die Holzdinger ein bisschen weiter. Genau, dann fährt man hier runter. Die sind aber immer noch gelinkt. Und dann geht's hier hoch und weiter geht's. Wenn die fertig ist, mache ich natürlich auch nochmal so ein Achterbahn-Spezialvideo. Also ich finde die echt richtig cool, diesen Mod. Richtig geil. Jetzt kommt was richtig Cooles. Der Sprung. Dann geht's hier auch nochmal rum. Auch nochmal ein großes Dankeschön an Castcrafter, weil der hat hier wirklich richtig viele Streben gesetzt und das ist echt die beschissenste Arbeit an der Achterbahn. Und die fährt auch relativ lange, wenn man überlegt, wie lange man sonst ansteht für so eine Achterbahn. Hier geht's quasi über den Abgrund. Und hier fällt man dann runter. Okay, hier ist wohl noch ein kleiner Fehler drin. Ich hatte das Gefühl, dass das eine Kart das andere überholt hat in der Luft. Aber egal. So, hier, das sind diese, wie heißen die? Suspended Tracks. Die kann man quasi über so einen Abgrund bauen, ohne dass sie eine Stütze brauchen. War dafür natürlich perfekt, wie so eine Brücke aussehen zu lassen. Und da muss jetzt vorne und hinten natürlich noch so ein paar Sachen gebaut werden. Ich kann mal eben hier diese Switches da einbauen, damit es auch funktioniert. Deswegen habe ich die auch extra mitgebracht. Ich hatte ja vorher diese enge Kurve, oder sind die Karts teilweise hängen geblieben? Ach ja, so. So. Oh, das war dumm. Und hier muss noch der Switch weg, damit ich da eben die Streben hinmachen kann. Cool. So, Streben. Oh nein, ich habe keine Streben mit. Zudem weiß ich auch gar nicht, wo meine Säge ist. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gesägt und dann ist sie rausgefallen, jetzt ist sie weg. Aber Castcraft hat hier eine Diamond Saw hingelegt. Schon mal gut. Hä, kommt da weniger raus? Ich hab das Gefühl, da kam jetzt weniger raus. Also glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht ganz genau. Das wird voll die gute Achterbahn. Also ich freue mich, mir macht es gerade richtig Spaß, an diesem Freizeitpark zu arbeiten. Da geht es dann auch nächstes Mal weiter im Stream. Letztes Mal im Stream haben wir ja das Kino da zumindest angefangen, das Kino zu bauen. Ist aber noch lange nicht fertig. Freefall Tower können wir noch bauen. Wilde Maus, wer es kennt, die Achterbahn soll hier noch gebaut werden. Oh nein, das war dumm. Das kommt mal weg. Und ihr könnt mir wie immer noch weiter Tipps in die Kommentare schreiben oder Ideen schicken, wie man Buden baut, Achterbahn baut. Benutzt dafür ruhig auch TechWorld 2.
Ich habe auch noch so ein paar Ideen für Achterbahnen. Muss ich allerdings erst noch mal umsetzen. Und eins nach dem anderen. So, guck mal, jetzt aber. Aber ihr seht schon, was das für eine Friemelarbeit hier ist, diese Dinger zu setzen. Ja, fertig. Jetzt fällt es auch nicht mehr runter, wenn man das hier hinstellt. So. Die sind alle an. Sehr gut. Aber das ist immer so ein Scheiß hier, ne? Man darf nicht zu feste drücken, weil dann haut man immer den Untergrund mit weg. Oder wer weiß, was alles noch so. Na, schade. Ich wollte es einfach mal gedrückt halten und dran vorbeilaufen. Funktioniert aber nicht. So, das haben wir auch. Und dann nur noch... Ne, gar nicht. Hier müssen nur noch die Streben dran. Also sind immer nur so kleine Details hier, dass das Ganze nochmal so cool aussehen lassen. Und mir fällt gerade ein, ich brauche noch zwei kleine Würfel, die in den Tunnel reinkommen. Jetzt, wenn er das sieht, dann denkt er auch, mein Gott, der übertreibt aber wieder. Och nö, schon alles. Schon alles, alles. Ja. Ach ne, jetzt passt es. Ich war, glaube ich, gerade verwirrt mit diesen... Da, so ist mir, glaube ich, die Säge abhanden gekommen. Zumindest ist sie nicht mehr im System. Das ist voll doof, Mann. Weil die war unkaputtbar. Es war eigentlich egal bei der Rohstoffvielfalt, aber man muss halt sich dann keine neue craften. So. Da haben wir die Würfel. 10 Stück haben wir jetzt sogar. Cool. Hier unten drin. Kann nicht sein, dass einer fehlt. Da 2 Stück, das war's. Wobei man natürlich noch... Hier unten könnte man noch normale setzen. Lampen müssen ja auch nochmal irgendwie rein. So ein paar Spots, die so ein bisschen schön beleuchten. So ein bisschen schön beleuchten. Oh Mann. Okay, würde ich sagen, bauen wir mal eben die Wand am Kino weiter. Link failed. Sind ja schon verlinkt. Lol. Nein! Das darfst du nicht. Da könnt ihr eigentlich noch einen One-Way-Trick hinmachen. Dann fährt dieses Kart zumindest nicht zurück. Und man könnte theoretisch so machen, dass es dann hier irgendwo anhält. Und wenn die Sitze, oder dann hätte man hier nochmal so ein Dreier verbunden. Und wenn die wegfahren, fährt das dahin. Also das kann man auch irgendwie machen. Das ist ja mal ein bisschen krass mit Railkraft. Also da müsste ich mich ein bisschen weiter reinarbeiten in den Mod. Vielleicht kommt das noch. Oh, meine Sprucewood-Farm, die funktioniert mal eben so gar nicht. Ich glaube, da muss ich echt mal eine... Vielleicht mache ich das nächste Folge, eine Sprucewood-Farm anlegen. Da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich so eine Blumenfarm bauen. Weil das funktioniert auch noch. Ich habe letztes Mal rote Farbe gebraucht für diese Switches. Und dann fiel mir ein, was ist denn mal, wenn ich davon noch ein paar mehr Blumen brauche? Dann könnte man echt so eine Farm bauen. Zusammen. Sobald der Klotz hier steht und ich sehe ungefähr, wie der aussieht, dann kann man nochmal so ein paar Akzente dran setzen. Ich denke mal, dass ich den so ein bisschen verkleiden werde, damit so ein bisschen besser in den Freizeitpark passt. Aber dafür muss ich erstmal den Rohbau stehen haben, damit ich weiß, was wo noch hin könnte. Alter, 56 nur noch. Sollte aber 44. Das sind 11 Blöcke nach oben. Oh, Glück gehabt. Ah, von wegen. Hier muss ja auch noch was hin. Gut. So, der gebrannte Quarz ist alle. Dann kann ich nochmal eben hier die Dinger hochbauen. Aber wie genau das passt, hat er letztes Mal zum Heiko gesagt. Man baut das irgendwie hier hin.
So, macht dann, was weiß ich, Viererabschnitte und plötzlich passt das perfekt. Alles Viererabschnitte. Selbst hier, das sind alles Viererabschnitte. Sieht man ja auch hier hinten. Als wenn es so vorherbestimmt war. Richtig cool. Ja, Lampen. Sollen hier überhaupt Lampen rein? Eigentlich brauchen wir gar keine Lampen rein, weil hier spawnt ja nichts. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Einfach mal sein lassen mit der Lampe. Aber ich würde hier eh noch mal ein anderes Dach drauf machen. Deswegen, ich mach das hier weg. Ich mach das Holz mal hier weg. Und den Vorhang zu, wenn der Film nicht läuft. So, wo waren wir? Da waren alle Quarzblöcke. Obwohl, ich würde ganz gerne noch mal ein paar Quarzblöcke mehr holen. Und ich zeige euch mal, was ich eigentlich machen wollte ursprünglich. Hier sollte eine Farm hin. Und zwar damit. Wiese, Harvester und der Autonomous Activator. Burnt Quartz. Quartz? Alter, 85 Stück. Ich glaube, ich kann mal wieder ein paar brennen. Sechs Stacks sollten reichen. So, warte. Wie hell das dann automatisch hier wird, sobald der erste Ofen angeht. Voll cool. So, wenn das mal nicht genug Burnt Quartz gibt. Ich habe ja nicht mehr so viel. Nur noch 85, Mann. Ah, hier, genau. Hier kann man das machen. Flieg mit deinem Jetpack. Und ich muss immer noch darauf hinweisen, wie, ja, monsterfrei die Wüste ist. Und das liegt wirklich nur an diesen Fackeln hier. Und wenn ich jetzt weiter nach da fliege, sollten da irgendwie sofort mehr Monster sein. Da, zwei Spinnen. Hier spawnt nix. Durch diese geilen Fackeln, das ist richtig cool. Ganze Zeit im Safehouse. Oh, es fehlt mir Spruce Wood. Sollte man vielleicht da eine Farm schon mal anfangen? Aber ich glaube, die kann man gar nicht unten in dieses Haus bauen, weil die Sprucewood-Bäume relativ groß sind, ne? Da könnte man, glaube ich, gar keine Farm bauen. Oder man lagert die aus. Ich frage den Ted, ob ich ihm die, bei ihm die bauen darf. Keine Lust, einen großen Raum nochmal auszuschachten, damit diese Bäume da reinpassen. Das wäre ein bisschen hoch. Ich kann mir ja trotzdem mal hier einmal durchholzen. Boah, dachte schon, was kommt denn da an? Ich meine, ich bin zwar eh unbesiegbar für Monster. Das fehlt hier noch ein bisschen, so ähnlich wie bei Hero, dass man irgendwie gewisse Sondermonster noch hat. Aber das ist ja mehr so ein Technikprojekt. Dann kann man das schon mal entschuldigen. Und? Komm, das muss doch reichen, ey. Fast vier Stacks voll mit Spruce Wood. Und ich muss da irgendwie gucken, wie man in diesen Kontrollraum reinkommt hier oben. Das ist noch nicht so bekannt. Das weiß man noch nicht. Hier müsste ich mal den Heiko fragen. Hier oben sollte eigentlich so ein Werbeschild hin. Quasi welcher Film da läuft. Oh. 1, 2, 3, 4. Zack. Ein, zwei, drei, vier. Dann noch hier mal einen hin. So, grob schon mal fertig. Zumindest stehen jetzt schon mal die Wände alle. Ich würde als Decke würde ich diese Half-Steps nehmen von Stein. Die ich wahrscheinlich nicht hier drin habe. Da haben wir nur die Stone. Die ganzen, ja toll. Ich will aber nur halbe. Hm.
Wir müssen die Stones hier rausnehmen. Ach, scheiße, kein Signal. Ich brauche mal eben meine Werkbank. Da haben wir sie. Da haben wir die Werkbank. Ich frage mich auch gerade, warum qualmt das denn, wenn ich immer Blöcke setze? Das war vorhin schon mal hier, als ich hier die hinter der Mauer gemacht habe. Ah, ich weiß warum. Wegen den Soundmufflern. Der Ton, der löst sich in Luft auch wahrscheinlich. Weil man hört hier auch gar nichts, wenn man jetzt mal genau drauf achtet. Ist, als wenn Minecraft Sound aus wäre. Da, hier ist wieder an. Und hier ist wieder nichts zu hören, Mann. Aber gleich, wenn ich jetzt weiter weggehe, auf jeden Fall. Da, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir den Bereich. Ich würde sogar schon fast sagen, dass ich die Blöcke nur fürs Dach verwende. Es war dann ein bisschen platt, aber immerhin. Und hier könnte man diese, wie nennen die sich, diese Slabs-Blöcke, Stone-Slab-Blöcke hochziehen. Weil ich finde von außen wirkt da noch zu dunkel. Drinnen, klar, da muss es dunkel sein, wegen der, oh Mist. Wegen der Leinwand. Manche ist halt echt komisch, ne? Jetzt geht die eine Seite nicht mehr. Egal. Gut, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr die Achterbahn geil findet, dass ich noch coolere Achterbahn bauen soll, dann gebt einen Daumen hoch. Damit weiß ich dann, dass ihr die Folge, dass euch die Folge gefallen hat und ihr das, euch das gefällt, was ich hier drin baue. Ist halt auch wichtig. Auch für mich. Und deswegen haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss.